Ja, wir hatten letztes Mal den Strand gemacht. Wir machen die Ruinen. Wir versuchen sie auf 100% zu machen und ich habe Angst. Oh, da haben wir schon alles. Okay. Dienstag? Nee, warte, Freitag. Ich wüsste generell gar nicht, welcher Tag am so gut ist. Oder wo ich sagen würde, ja, kann man machen. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich glaube, der Dienstag ist eigentlich ein guter Tag in der Woche. Also jetzt abseits vom Wochenende. Aber ich mag auch selbst den Sonntag nicht. Der Sonntag, jetzt kann man so sagen, okay, ich schlafe da halt länger, aber da hat man die ganze Zeit so im Kopf. Ja, aber morgen ist halt wieder der nächste Tag, also wieder Woche und also die nächste Woche und ich weiß nicht. Ich habe übrigens jetzt nicht gesehen, was wir brauchen. Was ich sehr vorteilhaft finde. Was ist das denn für ein Kackvogel, ehrlich? Ja, was habt ihr denn Schönes am Wochenende gemacht? Also ich habe am Wochenende halt nicht viel gemacht. Außer dass ich, ja, ich war beschäftigt. Das habe ich gemacht. Oh. Oh. Sehr, sehr schön. Ich habe das übrigens gemacht, damit der Gegner aktualisiert. Ich habe Angst. Gearbeitet, lol. Oh. An einem Samstag ist echt nicht schön zu arbeiten. Ach, Mann. Also, kommen die Gegner überhaupt hier im Spiel nochmal vor? Ich meine nicht. Okay. Ja, ein Herz. War aber früh unterwegs. Okay. Gerade sagen, ich glaube, da kann man noch hin. Okay, hatten wir schon. Also schnell war das auch noch nie. Samstag frei, da war ich mit meinen Freunden und Freunden Weltcocktail trinken und viel gequatscht. Sonntag gearbeitet. Ach, Sonntag gearbeitet! Oh, das ist ja noch. Und heute? Wollte schon mal Tok Tok. Oh! Ja, dann gute Besserung auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas ist. Aber der Vogel sagt auch nichts. Was fehlt mir denn eigentlich? Eins. Noch ein Minispiel. Das ist, ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist das andere Fassspiel. Also. Bin heute aber echt flink hier im Spiel, muss man schon sagen. Heute auch wieder, aber heute besser. Bin um 14 Uhr zu Hause. Gestern war ich erst 16:13 Uhr. Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu beneiden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Na, also ich war heute halt einkaufen. Und ja, also ein ganz normaler Einkauf war heute. Nee, warte mal, gar nicht. Heute war nicht nur, also nicht normaler Einkauf, sondern einfach Einkauf.
Also wir sind, oh, toll. Also wir sind heute, ja, hier in Angebote shoppen gegangen. Warte mal, ich glaube, letztes Mal bin ich nach unten gegangen, weil ich gedacht habe, oben geht's. Irgendwo bin ich schon lang gegangen. Ja. Das sieht auf. Hä, hey, das sieht alles nicht richtig aus. Wo geht's jetzt hier weiter? Ah, okay. Ja, wir haben heute Angebote gekauft. Und ich habe Pfand weggebracht. Ein paar Energy-Dosen. Mit einem wunderbaren Wert von. Ihr werdet es mir nicht glauben. 7 Euro. Pfand weggebracht. Oh. Aber warum nicht, ne? Warum nicht? Nein, nicht diese Stelle. Warte mal, ist das überhaupt diese schlimme Stelle? Also sie ist auf jeden Fall nicht so schön. Kann ich euch sagen. Ich habe übrigens gestern ein bisschen Breath of the Wild gespielt. Ich habe irgendwie seitdem richtig Bock auf, wieder Breath of the Wild weiterzuspielen. Ist ja immer noch einer meiner, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblingsvideospiel. Ja, okay, es ist da oben. Aber ich habe eine Idee, wo wir da besser hinkommen. Ach, Kacke. Nein, Mann! Boah! Okay, damit haben wir das komplette Spiel geschafft. Nicht das komplette Spiel, aber wir haben das Level geschafft. Das Spiel wäre ein Traum. Das wäre ein... Nein, nicht der Affe! Ah! Nein! Nein! Nochmal! Ich aufgeschreckten Hühnchen. Muss aber auch wollte was auf läppisch schauen, vergesse, dass die Taste nicht geht. Ah! Nein. Aber wisst ihr was, ich freue mich total schon auf. Nein. Ah. Ich freue mich schon total auf Mittwoch. Wisst ihr, was ich nicht wusste und keiner hat es mir gesagt? Es hat mir keiner gesagt. Ab Donnerstag ist Feiertag. Und ihr wisst, was das heißt, ne? Das heißt, ich muss nicht zur Arbeit. Und jetzt noch besser. Dann streamen wir am Donnerstag. Dann machen wir uns einen richtig, richtig schönen Donnerstag, Leute. So. Machen wir uns einen richtig, richtig schönen Donnerstag. Also, wenn ihr nicht schon was vorhabt, ne? Wieso Okay, also die Eiswürfel sind nicht mehr so lecker. Kennt ihr das, wenn die Eiswürfel schon so
Ja, nicht siffig werden, aber so, weiß ich nicht. Nicht lecker. Und nicht bei mir? Ach, stimmt, nicht überall. Stimmt, hier ein Kollege meinte auch, bei dem ist kein Feiertag. Oh, ihr habt nicht gesehen, was für eine Marke ich trinke. So, okay, das haben wir. The Legend of Zelda Skyward Sword, das Game habe ich aber auch noch nicht angezeigt, als es auf der Switch rauskam. Ja, Skyward Sword ist immer so ein bisschen kritisch, weil das Spiel ist hauptsächlich auf sehr starke Bewegungsstörungen angespielt. Also ich mag es. Es ist halt, hat aber sehr viele Elemente, die ich nicht so sehr mag. Ich habe das schon damals auf der Wii gespielt, das auf der Switch ist ja ein Remaster. Obwohl es ist eigentlich schon ein Remake, aber es ist, ja. Habe ich aber auch auf YouTube, wenn du dir das mal angucken möchtest. Und ja. Welcher denn? Ich habe keinen davon. Was meinst du jetzt? Mit Feiertag oder was? Oder was? Oder was? So, dann schauen wir mal. Wir müssen uns hier nur auf den Papagei eigentlich konzentrieren. Das ist schon mal eine gute Sache. So. Tara, Feiertag. Also bei mir in der Familie nennen wir diesen Feiertag Happy Kadaver. Es ist Frohen Leichnam. Deswegen, ich war, wie gesagt, auch sehr irritiert, weil ich auch nicht so genau wusste, was hier abging. Ich weiß sogar nicht, ich glaube, das ist ein katholischer Feiertag, ne? Aber ich bin eh bei religiösen Feiertagen zum Großteil raus, also mir soll es egal sein. Wie kommt man da hoch? Oh. Weil dann zwei Nachbarn Bundesländerfeiertag, da kommen die wieder welche bei mir in Ort einkaufen. Diese Lümmel sollen die doch lieber in ihren Orten einkaufen. Wie frech. Wie frech. Och, bitte nicht schon wieder so eine Scheiße. Weiß gar nicht, muss ich da weiter? Oh, ja. War das Schiff-Level. Das kenne ich dann auch, Happy Kadaver. Ja, meine Eltern sagen das. Happy Kadaver kenne ich auch. Ah! Bin ich wohl doch nicht der Einzige. Ich habe es auch irgendwie gestern oder vorgestern gesagt und ich fand es dann irgendwie doch nicht so lustig, wie es manche finden. Und dann habe ich dann das Thema auch lieber sein lassen. Also, die Leute fanden es dann doch lustiger auch. Ach, ich weiß es nicht. Gibt so manche Sprüche, die sind okay, aber... Naja, egal. Müssten wir jetzt auch nicht drüber reden. Ist nur für einen Buchstaben? Okay. Müsste nicht arbeiten, der folgenden zwei Tage. Ja, okay, Freitag und Samstag. Aber trotzdem, ey. Mein Captain. Ich weiß jetzt, woher das ist. Ich habe mich immer gefragt, woher ist dieses Zitat? Das ist aus der Club der toten Dichter. Ja, woher wusste ich das nicht, weil ich den Film noch nicht geguckt habe. Ich habe den bis heute nicht geguckt. Was für viele vielleicht ein sehr schlechte Sache ist, weil. Das ist ein wohl sehr bekannter Robin Williams Film. Ich gucke den eigentlich sehr, sehr gerne. Oh. Bonuspunkte. Ach Mann, also dieses Level mag ich nie. Mm-mm.
weil man hier so viel warten muss. Ich mag sowas nicht. Ich will ein Spiel spielen und nicht warten. Naja, gibt Bonus-Sachen. Was der Film ist genial. Ja, ich gucke ihn ja. Ja, es ist, ich sag mal ganz grob, es ist schon erstaunlich, weil ich rede sehr viel über Filme, aber ich habe sehr viele Klassiker in meinem Leben nicht gesehen und ich bin selber entsetzt. Ich weiß nicht, mit wem, über wen wir da letztes geredet haben. Ich habe auch zum Beispiel die Matrix geguckt, was auch. Aha. Und wie außer sich der Papagei ist. Der spürt's. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich zu tun. Ah, nein. Okay, ich... Nein. Ha! Ah! Oh, da war eine Krabbe. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, komm mal her, mein Guter. Nein! Ich brauche. Ah! Oh, ich kann auch oben rum. Ah. Da ist die Scheiße. Muss ich nur aufpassen, weil wenn ich einmal getroffen werde, ist tot. Eine Schicht im Schacht. Oh. Nein! Oh. Gibt's. Hier ist ja noch eins! Okay, also, ja, selbst wenn ich sterbe, ist nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, dass ich das 2 brauchte. Aber hey. So, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich antworte sofort. Hui. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Fass, was automatisch selber ausgelöst wird. Ja. Bams. Schön. So, okay, jetzt holen wir uns mal ein paar Papageien. Paar Papageien, das ist auch eine schöne Sache. So, komm mal her, Patchy. Was sind klassische Papageiennamen? Patchy und Polly. Gibt's noch gute? Wo arbeite ich jeden Tag? Auch morgen, wo eigentlich ein Kunde sein sollte, aber das. Aber sind da 2. Jeden Tag diese Woche? Ist das nicht verpflichtend, dass du mindestens einen die Woche frei haben musst? Das ist ja echt doof. Aber wiederum, du sagst ja auch, das geht meist klar, ne? Wackeltemp. Feuchtes Verlies. Erstmal doch hier das feuchte Verlies. So, Inventar. Da brauchen wir sogar alles. Da brauchen wir alles! Nein! Das ist ein Lorenlevel oder so ein Fluglevel, das wäre ganz nett. Was ich nicht glaube. Wie viele Puzzleteile brauchen wir denn? 2. 9 Stück in einem Level. Versteht die? Ja. Richtig gehört. Kann ich den Alter. Moment. Scheiße! Ja, das wusste ich nicht, dass ich die Kiste brauche. Warte mal, da müssen wir uns einmal kurz in die Fluten stürzen. Ich hole kurz die Mauer wieder auf, dann können die nicht rein. Was? Eigentlich schon, aber das ist halt die Woche so morgen. Nur bis 12 und dann ist Feierabend. Ja, trotzdem, ne?
Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, bei dir sind aber auch die Verhältnisse jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt, ich sag mal, wirklich auf sein Recht beruhen muss, ne? Also im Sinne von, dass... Das ist jetzt nicht wahr, ne? Und hier ist bestimmt nirgendwo ein Fass dafür. Ja, natürlich nicht. Ja, komm, friss mich. In letzter Zeit höre ich auch von sehr vielen, also ist ja klar, wenn man sehr viele Leute kennt, dass man auch von sehr vielen schlimmen Jobs hört. Aber dass da wirklich oft, also bei Bekannten so Sachen sind, wo die dann halt auch oft auf ihre Rechte beruhen sich müssen. So, da haben wir die Kacke. Das ist dann immer so ein bisschen schade, muss mal so zu sagen. Eigentlich kann es ja auch anders gehen, ne? Wow. Wow. Was ist da unten Fass? Wow. Ja, ich glaube, das Fass darf verdammt zu rollen. Hoffe ich mal jedenfalls. Okay. Ich höre auf jeden Fall einen Diddy Kong. Bananen. Wenn ihr Obst esst, was esst ihr immer am meisten? Also bei mir ist oft so Obst, ganz selten Apfel. Ich bin nicht so der Apfelmensch. Also ich esse Apfel, aber nicht so oft. Die müssen schon noch gute, süße Äpfel sein. Am meisten esse ich Bananen. Ich habe auch noch Bananen. Ich wollte daraus einen Kuchen backen. So einen veganen Obstkuchen wieder. Und da wollte ich da ein paar Bananen reinschneiden. Geht die Cam? Ich habe wieder das Gefühl, dass die so ein bisschen nachhängt. Aber ich habe ja schon letztens gemeint, ich habe das Gefühl, dass irgendwie mein PC total langsam ist in letzter Zeit. Ja, schütteln. Hört sie. Was hat der denn für einen langen Atem? Bin entsetzt. Oder ist das Entsetzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur. Ich gönn's ihm einfach. Egal, hatten wir eh schon. Prost. Ja, ich werde halt da geschätzt. Das ist dann in Ordnung. Ja. Nee, dann klingt das ja super, sag ich mal so. Ja, ich weiß, dass hier was ist. Du musst dich weiter ausflippen. Supi. Und damit haben wir alles, bis auf alle Buchstaben. Ich glaube, eins fehlt noch. Ich glaube, nur noch eins fehlt. Ich guck mal. Nein, wir haben alles. Hey, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Was leichter gesagt als getan ist. Besonders mit meinen Qualifikationen. Oh, jetzt hat ein dicker Hai. Wow, das Kong-Logo. Über 500 Münzen. Warum kriege ich Geld auf meinem Konto? Davon gönne ich mir mal irgendwas. Mach das, mach das. Und Chips, denk an die Chips. Nicht vergessen.